Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil, Remember Me. So, super Anfang, ne? Und wir starten damit, dass wir das Menü verlassen. Jetzt, schön. Wo waren wir denn? Ach ja, genau, wir haben hier, haben wir uns letztes Mal aufgehalten. Hat sich auch noch nicht sehr viel seitdem getan. Mein Lebensbalken ist voll. Ich öffne die Tür und gucke hier. Edge. Es regnet. Ich bin vor der Memorize-Zentrale. Die unteren Etagen sind überflutet. Und wie komme ich rein, Superhirn? Habe ich jemals versagt? Es gibt einen VIP-Zugang auf dem Dach des Gebäudes. Ich habe an alles gedacht. So, dann wollen wir noch mal eben schnell den Timer stellen. Wenn dein Plan so perfekt war, wieso ging ich dann wegen Mord in den Knast? Ja, darauf antwortet er jetzt nicht, ne? Los, Kran! In andere Richtung, ja, daher. Jump! Jetzt wieder fröhlich hier klettern. Klettern passiert hier viel. Kommt mir zumindest so vor. Okay. Ich muss also immer noch hier hoch. Ach so, einfach nur jumpen. Ich will jetzt wie die Statue lebendig, ey. Das wär's noch. Falsches Spiel für sowas. Edge, dein Plan wird nicht aufgehen. Hast du einen Plan B? Ich höre ihren Funk ab. Das Gebäude ist abgesperrt. Finde einen Captain Trace und klau seine Zugangscodes. Vorsicht, Schwester, er ist exzentrisch und sehr gefährlich. Okay. Wir müssen los. Wo finde ich ihn? Warte, ich lege eine Aufsperre auf seine Position. Ich glaube, der kommt da sofort. Hallo, Dylan. Sollen wir spielen? Du ergibst dich, aber ich erschieß dich trotzdem. Ed? Captain Trace. Er hat mich gefunden. Ja, da bin ich schon mal gefallen, wo ich hätte springen sollen. Aber nein, Madame Lillin ist sicher... Nillin ist sich natürlich zu fein, mal zu springen, wenn ich auf X drücke. Aber der Typ kann auch nicht treffen, ey. Ja, also, zieh dich hoch. Geschillt, zumindest ein bisschen. Sie läuft
zum Haus der Großmutter. Den Korb voller Leckereien. Aber der große, böse, hungrige Wolf. Auf der Jagd im Wald. Hätte ich, glaube ich, warten sollen. Nur so eine Vermutung. Sie läuft zum Haus der Großmutter. Den Korb voller Leckereien. Aber der große, böse, hungrige Wolf. Auf der Jagd im Wald. Ja, fick dich, Arschloch. Aber oh, was hat der große Zähne? Ich würde sagen, ich knall das Ding runter. Und wenn Wölkchen einen Bissen tut, gibt sein Maul sie nie mehr frei. Jetzt bin ich erstmal safe hier, oder? Fick dich. Behinderter. Psycho-Schrauberflieger. Oh, wie kleine, stumpfe Zähne du hast! Oh. Behindert, 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 behindert. Wollte ich mal so gesagt haben. Die kleine Hubschrauber-Nazi, ey. Oh je, Millen. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast. Okay, der Jump war schon mal richtig. Ernsthaft? Zack, zack. Bam, bam, bam. Jetzt werde ich gern dich kaputt. Danke. Bam. Und dich hätte ich dann auch noch gerne mal einmal das Gehirn gesackt. Habe ich eigentlich noch irgendwie... Ich brauche ein Viereck. Ne, zwei Viereck-Dinger. Und eine Dreieck-Fähigkeit, damit ich meine Achter-Kombi raushauen kann. Oh, der sieht mich ja wieder, der olle Spasti. Was ist das denn für ein hässliches Bild, ey? Es ist 7.09 Uhr oder es ist der 17.09. Egal, es stimmt beides nicht. Aber gut. Man kann ja auch nicht alles verlangen, ne?
hab's gewusst, ey. Sen-Sen-Dos. Das war auch irgendwie falsch. Hier, geh hierher. Und ich mach dich tot. Kein Problem, krieg ich hin. Ach ja, ich weiß sowieso, worauf das eigentlich alles hinauslaufen wird. Sie ist es! Die Flüchtige! Zack, 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 zack und BÄM! Aber dennoch, einmal kann ich noch das Gehirn auslaufen. Ein Gegner, ich dachte, da wäre es irgendwie ein bisschen mehr. Also, nicht, dass mich das jetzt stört. Nillen. Spiel nicht mit diesem Freak. Wenn er dich unvorbereitet erwischt... Ja, okay. Genug gelabert. Danke. Klau den Code aus diesem Spatzenhirn und geh zu Silakat Leewells. Okay. Ich habe eine Idee. Sei auf der Hut, Schwester. Der Kerl hat's in sich. Das war also dein großer Plan? Ewig verstecken? Es ist vorbei, Nillen. Zeig dich! Haha. Zack, verarscht. Dieses kleine Rotkäppchen bekam einen Korb. Ja. Voller Arschtritte. Nee, nichts für ungut. Aber das ist wirklich, wie Game One schon passt, die schlechteste Pseudo-Übersetzung der Welt. Das geht gar nicht. Was ist das denn für ein Spruch, bitteschön? So geistig verwirrt kann man nicht mal komplett ohne Hirn sein. Was hast du mir gestohlen? Jetzt dreht er ganz durch, ey. Nein, ich glaube, du stirbst. Bei dem Rumgeeiere
Er ist ja auch mit ziemlicher Sicherheit abgestürzt. Okay, Ed. Trace ist weg vom Fenster. Und ich habe den Zugangscode. Jetzt ist keine Zeit für Medaillen, Schwester. Finde Cilla Cartier-Wells und überrede sie, das Rückverwandlungsprojekt aufzugeben. Los! Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Also ich kann immer hier... Okay, irgendwo, wo man auf den beleuchteten Eiffelturm schauen kann. Im Zweifel... Im Zweifel ernsthaft hier irgendwo da oben, aber... Ich glaube, da wäre ich falsch. Kann ich die Treppe denn nochmal hoch? Das ist jetzt die Frage. Nein, kann ich nicht. Wie gehe ich jetzt erstmal hier hoch? Wieder so ein kleiner Pseudopuff oder was? Ja, ich glaube schon. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich habe es natürlich jetzt wieder verpasst, weil ich wirklich wieder irgendwo anders hätte hingemusst. Naja, egal. Muss ich das halt ohne alles schaffen. Wäre jetzt mittlerweile übrigens das zweite, was ich verpasst habe, aber okay. Hoch oder na eher runter? Und hüpf. Und hüpf. Jede Menge Bimbos hier, wa? Memorize. Da will ich hin. Zu euch. Spasten. Trace hat die Zentrale mit Kugeln durchsiebt. Dieser Irre. Idiot halt. Was sind das denn für zwei? Hey, ihr Rückverwandlungskanalien. Macht euch nicht weg. Schnapp sie! Ja! Ja! Kriegt! Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja. Behindert irgendwie.
zack, zack. Ja, so viel zu Heilkombi, ey. Kling! Und weg hier. Ich würde den gerne mal eben kurz überladen. Überlasten. Kling, 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 kling. Bam, 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 bam. Give me that robot. Langsam kann er auch mal sterben, ich wollte es gerade sagen. Und wann kommt die nächste Welle? Oder war es das jetzt endlich mal? Das scheint es gewesen zu sein. Aktiviere Captain Tracers Reminiszene. Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen. Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen. Ja. Er kann auch gar nicht reden. Ach du Scheiße. Okay. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei Absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Okay. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Also, 5? Was war denn jetzt das? Ich muss das erste nochmal wissen. Denn der Rest kriege ich dann vielleicht hin. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine erste ist zweite von allen zusammen? Meine zweite friert ein bei Absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Ja, das ist, 5. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Das ist 8. Das davor ist 0. 0, 5, 8. Aber was ist das erste? Das erste ist 2 von allen. 2. Vielleicht. 0. 5. 8. Ja, bin ich gut oder bin ich gut? Und die 2 war ehrlich gesagt nur geraten. Aber der Rest war eindeutig, weil 0 ist absolut, ist Gefrierpunkt, passt. Zumindest Kelvin 0 ist absolut, aber ansonsten Gefrierpunkt. 5 Sinne und eine Spinne hat 8 Beine. Oha.
Was ist es also? Rückverwandlung. Cilla Cartier-Wells großes Projekt. Leaper, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Eben soll ich die Schluss mit diesem Unsinn. Umändern. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier-Wells ist also eine Superbitch. Eine Superbitch? Das ist ja... Ah, so wie der Superteufel, glaube ich. Eine Superbitch. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Gucken wir erstmal auf die anderen Seite nochmal. Und irgendwie gehen wir jetzt schon nach zweimaligen Sagen diese Durchsagen auf den Sack. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, ficken! Scheiß Controller! Es gibt Situationen, weißt du, da verfluch ich das Ding. Das ist einfach mittlerweile zu alt. Ja, cool. Man kriegt sogar, wenn man abgeschossen, von den Drohnen abgeschossen wird, kriegt man zurück an die Arbeit. Eine Trophy. Ist interessant zu wissen. Das war natürlich gewollt. Ich habe mich gerade nur so obligatorisch einmal aufgeregt. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier-Wells ist also eine Superbitch. Das hatten wir doch vorhin schon mal, oder nicht? Die Superbitch. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familie... Ja, genau, das... Und unser deswegen. Plan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist... Edge, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja... Vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Aha. Philipp! Ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Erstmal neues zu trinken geholt. Es geht gleich das große Brainwashing. Dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Brutus. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Dann wollen wir mal ein bisschen DJ spielen, ne?
Mixi. Schauen wir mal, was da so geht. Bei der ollen Bitch. Bei der Super Bitch. Wie sie ja genannt wurde. Das ist so wie in South Park der Super... Nee, gar nicht. Das war nicht South Park. Tut mir leid. Wie bei Family Guy der Superteufel. War doch Family Guy, oder war es dann doch American Dad? Auf jeden Fall Seth MacFarlane-Ding. Jahre. Was ist das denn für eine Zahl, ey?